Hallöchen, Brüchen, liebe Leute, und willkommen zu einer Folge LS19 LF Marsch. Heute am Dienst. Ne, am Master sogar schon. Wir nehmen wir jetzt Play. Hallo, guten Tag und Mahlzeit. Die Folge für Dienstag, die habe ich schon vorproduziert gehabt. Genau, die habe ich ja heute Mittag aufgenommen. Genau. Ich habe es denn vorproduziert, das für die Woche. Denn an die Woche werde ich wahrscheinlich dann beinahe im Laufen wieder. Ja, da waren wir alleine, müssen wir da bauen, oder als Timelapse machen, oder? Zwei Folgen was machen oder irgendwo oder ITS2 aufnehmen oder irgendwas anderes. Es gibt genug Baustellen. Ich werde heute Abend vielleicht noch Wetzlarisch aufnehmen, dann habe ich Feierabend gar nicht genug gemacht. Das ist jetzt die sechste Folge, die ich wieder aufnehme. Und den Ablaufplan, der sagt ja, dass Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag Planter kommt und Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag Erfmarsch. Finde ich so ziemlich angenehm, weil tut halt beides, weil ich mag beide Projekte halt gerne. Aber ich habe mir gedacht. So, ich bin ja da. Ich bin ja da für euch. Ich habe da keine Hoffnung geschmissen. Ich hatte gerade schon Angst, wie es umfällt. Ich habe schon plötzlich sehr viel Angst gehabt. Dass es gleich Bums macht. Der Haufen auch liegt. Genau, das kann ich für die nächste Woche unter meiner Hand legen. Irgendwie habe ich gerade die Hand auf dem Tisch gehabt. Das ist so. Das So. Passt das? Ja, kann ich es noch rüberschieben, aber an sich können wir auch so lassen. Ach komm, jetzt lassen wir so stehen, das Ding. Können wir die eine Hälfte damit nur machen, jetzt weiter für, ich kann für die Lage lassen, die Hälfte. Tja, hallo. Zumindest ein bisschen verteilt. Wenn ich eine Wand dann nachher habe, dann kann das ja für die Lage zu stellen. Anfangen zu säen und zwar schon Senior machen das da. Und so muss ich da nicht machen. So, das ist ein schöner Trainer. Gucken wir den an und wir haben nichts rein für den Zauber. Was sehen wir denn an? Ich würde sagen, wir säen irgendwas. Oder sowas an. Kann ich hier kaufen? Kann ich nicht, okay, ich muss mit Hafer. Schade. Ich rede daran, dass wir Hafer ansehen.
gerade gucken, was wir ansehen könnten. Vom Geld hier. Ich will noch Raps. Ja, Sojabohnen. Dann haben wir Sojabohnen für. Sojabohnen ist dieses Symbol. Was so bodenartig aussieht. Heißt Sojabohnen, oder? Ah, genau, heißt Sojabohnen. So, ich brauche Big Bucks. Und zwar Big Bags. Big Bags. Ja, Heiliger, zwei Stück. Upsa. Falsche Taste. Und Saatgut, drei Stück. Eins, zwei. Ne, krieg ich nicht. Vielleicht kann ich mal noch eine Fuhre für den Verkaufen am besten. Von der Fugomaterial. Lohnt sich eine Fuge? Aber wir warten noch mit der Fuge verkaufen. Wir verkaufen die Fuge dann, wenn es ziemlich gut Geld gibt für Stroh. Ich gucke einfach, was das Geld so ist. Das ist die Preise Sache. Mal gucken, ob wir das verkaufen oder nicht. Nach Stroh. Weil können wir immer noch nie. Ah. Kein Kurs mehr, glaube ich. Wir haben einen Kurs noch so. Ich meine, also wird es gar nicht lohnen. Jetzt können wir auch erstmal hingehen können sagen, wir fahren. Das war das Einzige, das der hier fahren kann, und verkaufen was. Können wir auch machen. Na, gucken wir mal ins Lager und gucken, was wir im Lager haben. Was wir verkaufen können, denn wäre eine Option. Düngen und säen. Feld gut 1. Stellen uns mal hier hin. Erst das und das, zeig mal an. Nein, das will ich eben nicht so. Ich das jetzt so mache. So, ist das jetzt besser? Nein, in welcher Position? Nordosten. Endposition soll dann im Südwesten sein. Im Nordwesten ist ja egal. So, sagen wir jetzt. Ja, so ist gut. So ist perfekt. So will ich es haben. Da kann ich mich hier anfangen. Da kann ich mich, während er hier die ersten Bahn fährt, wegrollen. Flügen habe ich hier, glaube ich, aus, oder? Dann hier Flügen aus. Kalk aus. Oder Bahn, okay. Kann man machen. Machen hier Flügen aus und Kalk aus. Und Kalk an. Jetzt kalt, ja, okay. Ganz ehrlich, den Kalk können wir noch nachliefern. Speichern. Wohl 1. Sehr. Dann. 9 M speichern. Make. Können wir weiterarbeiten? Seine farbige freikriegen wäre praktisch. Bis er da fahren kann. Ich bin ja mit. Für den Beinfall angehen, das wird halt. Weil sie mit auf dem Weg liegen, ist halt auch doof. Noch in die Ecke scheinbar.
Denke ich mal, wir werden auch im nächsten Mal ein Teleskop kaufen, für die Beine runterzuholen vor allem. Ich kann oben wieder dran mit dem Trecker. Die Beine runterzuholen, das heißt, er braucht irgendwas, um die Beine runterzuhebeln. Und so wird sich ein Teleskop leider sehr gut eignen, um da hinzukommen. Das werde ich auch durchziehen, ein Teleskop zu kaufen. Mal gucken, ob wir Schulden haben. Boah, ein bisschen. Kennzeichen voll. WLP01, das gefällt mir. Kennzeichen gefällt mir. Selber gemacht. So ein kleiner Umbau. Ich will aber noch mehr umgebaut. Irgendwann in Betracht, wenn ich mal ganz Lust habe, baue ich ihn noch weiter um. Ich kann noch Logo irgendwie auf den Motor drauf oder auf die Tür. Die WLP-Logo oder sowas. Marsch, Dingsbums. Marsch-Logo. Eine Option. Dann denke ich jetzt auf jeden Fall einiges schneller. Das vorher, das ist schon angenehmer so. So, was gibt es total für das Zeug hier? Wir haben noch 44.000 Weizen im Lager. Die Lokus sehen halt aus, wechsel gut. Beim Heizkraftwerk. Wo ist das Heizkraftwerk? Ja, und nach wie sehr was gekommen hat, verkaufen wir jetzt die beiden. Wobei, 16 Beine verkaufen wir jetzt. Mal wissen, was wir wegbekommen mal an Material. Dann haben wir ein bisschen Platz vom Hof. Ich glaube, da war ein Hof aus, was war da noch? Okay, das ist wieder Ausfall scheinbar. Nee. Ich mache direkt einen Kurs, dann können wir nämlich die nächsten Ballen auch wegfahren, vielleicht sogar. Und jetzt so 32 Ballen da rein. Nee, doch 64. Wir haben 64 Ballen mittlerweile zu Hause schon. Also. Könnten wir noch was verkaufen, deswegen ich würde sagen, ich verkaufe jetzt unsere drei Hänger voll. 64 Ballen sind auch noch mehr als noch. Das Ballenhandel. Noch keinen Pferdestall gefunden hier in der Nähe holen. Es gibt also schon noch keinen Pferdestall hier. Soweit es einen gibt. Dann werde ich mal hier anrufen, werde mal fragen, ob die Stroh benötigen oder woher die Stroh nehmen. Das ist Interesse. Nee, sagen, wir haben keine Felder oder sowas, weil ich sehe auch, wenn die Felder, wenn hier Felder verkauft wurden, ich kann ja gucken, was für Felder ich kaufen kann. Wenn ich sehe, jetzt wurden Felder verkauft, sicher, dass die dort. Haben Felder haben und so weiter, ich nichts brauchen. Und außerhalb von der NF Marsch sind halt keine Felder, sind im Wald. Ich kann vorstellen, dass sie halt Waldapuls und oder sowas im ja, Wald halt bauen werden, so einen kleinen Reitstall. Wenn die dann so sagen, ja, wir brauchen mal so 16 Strohballen, das ist gar kein Problem zu besorgen. Können locker kriegen, können sogar noch Heu kriegen, wenn sie wollen. Im Auftrag geben, kriegen sie noch Heu. Für den Preis, so 100 Euro die 1000 Liter. Was mich in letzter Zeit fallen. Ah, oder 120.000 Liter. Jetzt 100.000. 200 Euro die 1000 Liter. Wenn sie bei 1 Euro, für 800 Euro probieren, ist ja doch der Preis. Wenn wir so was machen könnten, das ist ja auch gute Qualität an Futter. Schlechtes. Ich habe hier auch einmal zur Probe haben. Dann könnten wir sowas auch mal machen, dass wir sowas als Roleplay reinkriegen.
Aber Leute, um die Spannung zu halten, würde ich sagen, packen wir auf die nächste Folge die Ballen, gucken wir, was 16 Ballen geben. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ratet mal in den Kommentaren, was es gibt. Und dann können wir mal gucken, wer am besten geraten hat. Und macht's gut, Leute. Schaut beim nächsten Mal bei. Macht's gut. Bis dann und tschö mit Öl.